Jo, hallo liebe Freunde von Motorradtest.de. Wenn ihr Motorradtest.de nicht kennt, schön, dass ihr euch verirrt habt hier auf unserem YouTube-Kanal. Ich bin Dietmar und ich teste heute für euch in diesem Video die Honda NC750X. Ja, dieses schöne Bike hier steht bei Motofun in Kaltenkirchen. Das ist eine gebrauchte Maschine. Es gibt sogar noch eine zweite, die, glaube ich, ein Jahr älter ist. Diese hier ist von 2018, März 2018. Hat einen Vorbesitzer erst gehabt und nur 4.300 Kilometer auf dem Tacho, ist also mal gerade gut eingefahren. Und ihr kriegt sie hier beim Motofun für 6.250 Euro, wenn ihr wollt, sogar inklusive Anlieferung. Und ja, das ist ein guter Preis. Neu kostet dieses Bike hier etwa 8.000 Euro ohne DCT-Getriebe. Es gibt ja so ein Doppelkupplungsgetriebe. Mit DCT kostet sie 9.000 Euro. Aber diese hier hat halt kein DCT, sondern eine klassische Schaltung. Und ja, die Honda NC750X wird gebaut seit 2015. Es gab davor auch schon eine 700 NC 700X. Die hatte ein bisschen weniger Kraft. Ich glaube, sie hatte 48 PS. Die hier hat 55. Ist ein Einsteiger-Bike, also ein Adventure-Bike für Einsteiger oder Wiedereinsteiger. Relativ leicht und wendig. Wir werden auch gleich eine ausgiebige Probefahrt zusammen machen mit dieser schönen Maschine. Vorher werde ich euch so ein bisschen Grundsätzliches und so ein paar Daten zur Honda NC750X zeigen. Eine Sitzprobe hier auf der NC750X. Wie fühlt sich das an? Ja, es fühlt sich gut an. Wir haben hier einen relativ breiten Lenker, richtig schön Adventure Bike Style. Und ja, die Sitzhöhe liegt hier bei 830 mm. Ich bin 1,84 groß, komme aber noch ganz gut hier mit meinen Füßen auf den Boden. Also das ist ja sehr kommod, fühle mich hier auf Anhieb wohl. Die Maschine wiegt vollgetankt 220 Kilogramm. Das ist relativ wenig für ein Adventure Bike. Vergleicht es mal mit einer GS oder so. Und ja, das zulässige Gesamtgewicht 429 Kilogramm. Ihr könnt also, wenn ihr mal in die Alpen fahren wollt, vielleicht auch zu zweit, auch durchaus hier Gepäck mit an Bord nehmen. Ja, der Tank hat einen Inhalt von 14,1 Litern. Er ist übrigens nicht hier, sondern da. Und ja, der Verbrauch liegt bei sensationell niedrigen 3,5 Litern. Das ist wirklich extrem wenig. Ist auch wirklich so. In der Praxis kann man damit 3,5 Litern durch die Gegend gurken. Und das ergibt dann eine Reichweite von 400 Kilometern. Denke ich auch mal ein ziemlich guter, großer Vorteil. Ja, bevor wir uns gleich mal auf das Bike draufsetzen und eine Runde fahren, will ich euch noch mal kurz ein paar grundsätzliche Daten nennen hier zur Honda NC750X. Wir fangen mal mit dem Motor an. Das ist halt ein Rhein-Twin mit 745 Kubikzentimetern Hubraum. Der ist flüssigkeitsgekühlt und leistet 55 PS bei 6250 Umdrehungen und ja, gar nicht mal so üble 68 Newtonmeter bei 4750 Umdrehungen schon, kommt also durchaus von unten. Wir haben hier einen klassischen Kettenantrieb und ein Sechsganggetriebe. Und das Fahrwerk ist ein Brückenrahmen aus Stahl, also auch eher klassisch. Und vorne haben wir dann eine Telegabel. Auch die ist konventionell, keine Upside Down, sondern eine normale Telegabel mit einem Standrohrdurchmesser von 41 mm. Und der Federweg liegt hier bei 150 mm. Hinten haben wir dann ein Monofederbein. Versuche ich auch mal hier in die Linse zu bekommen. Und ja, das steht senkrecht und hat auch einen Federweg von 150 mm. Das Ganze wird dann abgerundet durch eine Zweiarmschwinge. Hier zu sehen. Und ja, da wollen wir uns auch noch mal die Bremsanlage anschauen von der Honda NC750X. Ihr seht schon hier auf der in Fahrersicht gesehen, linken Seite ist nichts. Ist halt eine Einzelscheibe.
hier vorne kommt sie ins Bild. Eine Doppelkolben, eine Bremsanlage von Nissin haben wir hier mit einem Doppelkolben vorne und einem Durchmesser von 320 mm. Hinten haben wir dann eine Einzelscheibe natürlich und ein Einkolben. Schwimmsattel, der kommt auch von Nissin hier zu sehen. Und die Scheibe hinten hat einen Durchmesser von 240 mm. Die Maschine hat natürlich ABS. Und ja, dann wollen wir uns auch noch mal das Cockpit anschauen. Das ist ja hier bei der NC750X etwas Besonderes, denn wir haben hier ein farbiges Display. Also man kann das gut erkennen jetzt. Wirklich schick gemacht. Es gibt ja auch unterschiedliche Dimmstufen für Tag und Nacht, hell und dunkel. Und ja, die Bedienelemente, die sind klassisch hier. Da gibt es irgendwie keine großartigen Geheimnisse. Notan- und Ausschalter, Anlasser, rechts, links dann hier wie immer Lichtsteuerung, Hupe, Blinker, Warnblinkanlage und hier hinten haben wir dann noch, hier ist ja der Fernlichtschalter mit integriert. Und hier, das kann man ganz gut sehen, ist nachträglich ein Schalter für eine Traktionskontrolle eingebaut worden. Diese Maschine hatte früher keine Traktionskontrolle, deshalb sieht das so ein bisschen nachgebastelt aus, aber ist trotzdem ganz funktional. Wir können sie ja mal betätigen. Na, dazu muss ich die Maschine, glaube ich, anmachen. Nee, zumindest muss ich den Notausschalter anmachen. So, dann seht ihr, jetzt habe ich die Traktionskontrolle ausgeschaltet. Deshalb gibt es hier unten so eine extra Leuchte. Und jetzt habe ich hier, weiß nicht, ob man das erkennen kann, zwei Balken rechts neben dem T. Hier ist das. Das ist ein bisschen futzelig, aber man kann es trotzdem ganz gut erkennen. Und ja, ansonsten haben wir hier Kilometeranzeige, Ganganzeige, das ist hier der, kann ich noch mal zeigen, Drehzahlmesser. Und der wird halt auch so wunderbar in unterschiedlichen Farben dargestellt. Und wir sehen, blau, gelb, orange und zum Schluss dann eben rot. Der rote Bereich beginnt hier bei 6.500 Umdrehungen. Und ja, wie gesagt, das Cockpit finde ich eigentlich das eins der Highlights hier bei der NC750X. Ja, dann wollen wir uns mal die Lichtanlage, die Lichttechnik vorne so ein bisschen anschauen. Wir haben hier LED-Licht, wie ihr seht hier Tagfahrlicht und das ist schon das Abblendlicht. Ich mache sie mal an. Fernlicht wollen wir uns auch mal angucken. Also richtig, richtig modern und auch schön gestylt, finde ich. Und macht einen richtig guten Eindruck. Ja, hinten gleiches Spiel, haben wir auch LED-Licht. Ich mache es auch mal an und bremse dann auch mal. Ja, die Blinker, die sind noch eher so ein bisschen klassisch, finde ich. Keine kleinen LED-Mini-Blinker, sondern mehr so größere. Aber das finde ich eigentlich auch okay aus. Eins der Highlights bei der Honda NC750X ist ganz ohne Frage der Gepäckraum quasi, muss man schon fast sagen. Hier, da wo normalerweise der Tank ist, habt ihr hier ein riesiges Gepäckfach. 22 Kilo, da könnt ihr also auch wunderbar einen Helm reinpacken. Und da fragt man sich natürlich, okay, wo ist jetzt der Tank? Das kann ich euch zeigen. Zack, nehmen wir auf. Der ist nämlich nach hinten gewandert. Unter dem Beifahrersitz befindet sich der Tank. Ja, dann machen wir auch mal eine virtuelle Probefahrt mit der Honda NC750X. Wunderschönes Bike, finde ich. Irgendwie eine sehr stimmige Gesamterscheinung, so vom Design her. Vor allem jetzt neuerdings hier vorne mit dieser geänderten Lichtmaske. Und natürlich, ich habe wieder meinen Rhododendron-Strauch hier gefunden in Kaltenkirchen. Das wertet die ganze Sache natürlich nochmal gewaltig auf, ist ja klar. Ja, dann setze ich mich mal rauf. Die Sitzhöhe, was war das? 830 mm, glaube ich. Das ist nicht zu hoch und nicht zu tief. Ja, ich bin 1,84 und für mich ist das von der Höhe her genau richtig, muss ich sagen. Ich habe einen sicheren Stand, komme super gut auf den Boden, aber ich habe trotzdem das Gefühl, ja, ich sitze so ein bisschen erhaben. Also nicht ganz so wie auf dem Sportler oder auf dem Naked Bike, sondern so ein bisschen höher. Das gefällt mir gut. Sicht nach hinten gefällt mir auch gut. Ich weiß immer nicht, ob man das sehen kann mit der GoPro. Ich glaube nicht. Also
die Spiegel gehen ja relativ weit nach außen und insofern sehe ich hier den rückwärtigen Verkehr sehr gut. Das ist richtig klasse. Und was ich auch total geil finde, das ist jetzt ein bisschen schwer aus der Perspektive zu erkennen, aber das habe ich ja vorhin auch schon gezeigt, dieses Cockpit, das ist einfach total cool mit diesen unterschiedlichen Farben. Also das macht schon Spaß. Ja, dann wollen wir mal losfahren. Und ich schilder euch mal meine Fahreindrücke. Ja, das Erste, was einem sofort auffällt, mir zumindest, ist dieser kernige Klang von dem Rhein-Twin. Der hat ja einen Hubzapfenversatz. Was für ein Wort. Hubzapfenversatz. Wer das dreimal hintereinander, ohne sich zu verletzen, aussprechen kann, kriegt von mir ein Bier. Aber wie gesagt, aufgrund dieses 270 Grad Hubzapfenversatzes fühlt sich dieser Motor ja wirklich an wie ein V2. Also soll das ja auch sein. Er soll nicht nur so klingen, sondern er soll sich vor allem auch von der Charakteristik her so ein bisschen so anhören. Die Zündreihenfolge ist ja so ein bisschen geändert und das klappt auch richtig gut, muss ich sagen. Also der blubbert so schön von unten und ja, das macht schon mal einen guten Eindruck. Von der Kraft her, wir haben hier ja 55 PS, ist jetzt also kein Raketenmotor, aber dadurch, dass wir hier halt ja, 750 Kubik haben, das ist ja eigentlich gar nicht mal so wenig, ist das Drehmoment mit 68 Newtonmetern ja nicht von schlechten Eltern. Insofern, von unten kommt der eigentlich ganz gut. Ich werde jetzt mal gleich hier einen Durchzugstest machen von 60 auf 100. Ich bin im 5. 3, 2, 1, los. Ja, geht wunderbar. Oft ist es ja so bei Motoren, die weniger als 4 Zylinder haben, dass der Motor da so ein bisschen spröttelt und sich quasi wehrt, wenn man ihn untertourig beschleunigen will. Aber das macht die hier überhaupt nicht. Also das ist wunderbar. Und ja, was ist noch zu sagen? Also Sitzposition super aufrecht natürlich. Und die Maschine ist einfach auch total wendig. Also das fühlt sich irgendwie an wie auf einem kleineren Bike. Also ich meine, so groß ist sie ja nun auch wieder nicht, aber auf jeden Fall fühlt sich das alles total wendig an, nimble, und man hat die Maschine komplett unter Kontrolle. Sieht natürlich auch hier in diesem breiten Lenker. Das ist jetzt nicht so wie auf einer GS, also wollen wir mal nicht übertreiben, oder auf einer KTM Super Adventure 1290 oder so. So ist es nicht, aber es ist schon sehr, ja, es macht irgendwie so den Eindruck von, oh ja, jetzt fahre ich mal zum Polarmeer mit dieser Maschine. Also würde ich sofort machen. Also ich glaube, auch längere Reisen sind mit der 750X wahrscheinlich echt richtig schön. Ja, der Windschutz, also ihr seht ja vor mir hier diese Scheibe. Ja, die ist jetzt nicht die allergrößte. Und insofern ist jetzt auch der Windschutz nicht der allerbeste. Also es ist okay, aber ich kriege schon noch ein bisschen was hier auf meine Schultern, zumindest auf die Seite. Also ich weiß gar nicht, ob es da im Zubehör von Honda eine größere Scheibe gibt. Würde ich, glaube ich, machen. Also ich finde, zu so einem Adventure Bike passen einfach größere Scheiben immer so ein bisschen besser. Also jetzt fahren wir hier mal rechts rein. Mal so ein bisschen Adventure-Bike-mäßig hier über Stock und Stein. Ja, das Getriebe von der NC750X, da merkt man einfach, das ist quasi ein neues Motorrad. Also die Maschine gibt es ja noch nicht so lange. Ich weiß nicht, 2015 kam sie, glaube ich, auf den Markt und wurde dann 2017 oder so überarbeitet. Also das, man merkt das einfach, das Fahrwerk, das Getriebe, das hat, ist alles irgendwie total ausgereift. Also es gibt die Maschine ja auch mit einem DCT-Getriebe, also mit so einem Halbautomatik- oder Doppelkupplungsgetriebe, muss es richtigerweise heißen. Das hier ist ja jetzt die normale Version mit normaler Kupplung und Gangschaltung. Das funktioniert einfach alles total super. Es gibt hier zwar keinen Quickshifter, den vermisse ich aber auch nicht. Bleibt mal schön stehen. Kupplungskraft hier am Kupplungshebel, das ist eine Seilzugkupplung, gering bis nicht vorhanden. Also das schaltet sich wirklich wie von alleine. Hallo.
Und ja, auch das Getriebe ist super exakt. Die Gänge lassen sich leicht einlegen. Also das ist alles perfekt, muss ich sagen. Ja, Bremsen. Ich werde gleich mal eine kleine Probebremsung machen hier. Und dann schauen wir mal, wie schnell die Maschine steht. Darf jetzt natürlich keiner von hinten kommen. Kleinen Moment. So, hier können wir es mal machen. Von 50 auf 0 verzögern wir ja immer. Mal gucken. 3, 2, 1. Nein, damit! Ja! Oha! Okay. Oh, jetzt kommt einer von hinten. Also sie hat ja nur eine Einzelscheibe vorne. Da könnte man ja denken, dass die Bremsleistung jetzt nicht so doll ist. Ist aber nicht der Fall. Also bremst gut. Nicht ganz so giftig wie andere Maschinen. Und man muss auch schon, wenn man richtig hart bremsen möchte, muss man schon ein bisschen hier Bremskraft einsetzen. Aber das geht schon in Ordnung. Ja, Beschleunigungstest wollen wir auch nochmal machen von 0 auf 100. Mal gucken, wie lange wir dafür brauchen. 3, 2, 1, los. Wow. Hey. Was war das? Das ging noch fix, oder? Ich habe irgendwie gelesen, 5 Sekunden. Das kam mir jetzt aber schneller vor. Na, ja, bin ich ganz sicher. Aber auf jeden Fall cool. Also, die ist fixer, als ich gedacht hätte. Ich hatte übrigens selbst mal so ein ähnliches Bike, und zwar die NC750S. Eine Zeit lang bin ich die gefahren. Wow. Ja, und das ist natürlich alles sehr ähnlich. Also die Maschine ist echt, wirkt wesentlich kräftiger, finde ich zumindest, als man jetzt vom Datenblatt her vermuten würde. Also wesentlich kräftiger. Und der Motor spricht auch total geil an. Also die Gasannahme hier ist prima. Moin. Tag. Was ist denn hier los? Ist ein Nest. Jo. Ja, also das ist geil. Super. Ja, fassen wir mal zusammen. Für wen eignet sich diese Maschine? Also ich bin echt positiv überrascht, muss ich sagen. Es macht total Bock hier zu fahren mit der Maschine, weil sie so, ja, so leicht ist. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, das Gewicht habe ich jetzt nicht im Kopf. Ich glaube 210 oder sowas vollgetankt. Auf jeden Fall wirkt sie mega leicht, mega handlich. Und ist irgendwie auch so flink und flott, aber dabei trotzdem souverän liegt sie auf der Straße. Also guck mal. Oh, herrlich. Also das ist wirklich ein schönes Bike. Und ich glaube gerade diejenigen von euch, die auf der Suche sind nach so einem, ja, Adventure-Bike. Ich tue mich aber so ein bisschen schwer, weil für mich ist ein Adventure-Bike eigentlich mit ein bisschen mehr Leistung normalerweise gesegnet. Aber das ist eigentlich Quatsch. Also ich meine, letztendlich mit dieser Maschine kann man auch mal, wenn es sein muss, auf unbefestigten Straßen fahren. Das dürfte gehen. Sie ist aber trotzdem nicht unsportlich, ne? Mit ihren 17er Felgen. Also das ist echt ein wendiges, schönes Bike. Und ja, ich denke mal, gerade diejenigen, die halt so eine Art kleineres Adventure-Bike suchen, die sollten sich die NC750X auf jeden Fall angucken. Also nicht nur, weil sie natürlich viel, viel günstiger ist, das darf man ja auch mal nicht vergessen. Die kostet neu, was war das, ich glaube 9.000 mit dem DCT-Getriebe und 8.000 ohne, also so wie ich sie jetzt fahre, hier 8.000 Euro. Und ja, diese hier, diese gebrauchte, kostet 6.250 mit ein Jahr Garantie und allem Pipapo. Also das ist echt ein geiles Maschinchen. Macht total Spaß. Ja, das soll es mal gewesen sein. Live, ich hoffe, ihr habt nichts vergessen, aber ich glaube nicht. Live von der Honda NC750X. Ich gebe zurück ins Studio zu Klaus Kleber. Das war unser Test zur Honda NC750X. Ich hoffe, ihr habt ordentlich was erfahren zu diesem schönen Bike. Vielleicht passt sie ja an euer Beuteschema. Wenn dem so sein sollte, dann würde ich euch empfehlen, hier mal rauszufahren nach Kaltenkirchen. Das ist ungefähr eine Stunde etwa nördlich von Hamburg. Und der Nico und sein Team, die helfen euch gerne bei der Auswahl eines Bikes. Es gibt hier auch zwei gebrauchte, nicht nur diese hier,
sondern noch eine zweite. Und insofern lohnt es sich, hier mal rauszukommen. Bei MotoFun, das ist ein Honda-Vertragshändler, gibt es natürlich auch jede Menge Vorführer, falls ihr dann doch lieber mit einer neuen Maschine liebäugelt. Ja, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn dem so sein sollte, freuen wir uns über einen Daumen hoch. Ich grüße euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und sage tschüss, bis bald.